Also seit ich in Somalia geboren, aufgewachsen bin, wir sind Familie, acht Geschwister. Wir haben recht gut gelebt, wir sind mittlere Familie. Ich habe nie Schwierigkeiten gehabt von der Ernährung und so Sachen. Ich war immer Freude, mit jungen Fußball gespielt, Theater gegangen. Ich war sehr glückliche Sache. Glückliche Zeit erinnere ich meine Heimat, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Schwierige Zeit war, es hat der Krieg in Somaliland angefangen und dann die Regierung in Mogadischu. Sie wollen die jungen alle Soldaten stationieren und sie schicken von Front. Und damals habe ich Schule abgeschlossen und keine Universität, keine Arbeiten. Einzig, was immer Angst hat, dass die Milizen die Front von dem Krieg schicken. Und das war die Leben harte Zeit für mich in Dortmund.